Nee, es war im Gegenteil, das war eine schwierige Kindheit, schwierige Jugend. Ist niemand vorzuwerfen. Meine lieben Eltern haben trotzdem ihre Liebe gegeben, so wie sie konnten. Ich glaube, ich war sehr weit von meinem Herzen entfernt. Ich hatte auch nicht gelernt, in Liebe mich anderen Menschen zu öffnen. Ich war sehr verschlossen und habe auch meine Gefühle nicht wirklich fühlen wollen. Also Dinge, was man halt alles so falsch machen kann. Deswegen gibt es ja das Schattenuniversum. Ich wurde dann wirklich regelrecht in mein Herz zurück, nicht geworfen, sondern mir wurde das geschenkt. Ich habe nichts dafür getan, dass ich eine ganz tiefe Erwachens- und Liebeserfahrung erfahren durfte im Krankenhaus. Das war so ein Wendepunkt, über den ich schon öfter gesprochen habe. Aber das war wie eine Initiation. Und ab da wusste ich, warum ich hier bin. Ab da wusste ich auch, was ich tun will.